Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play VIL mit dem Chris. Moin, moin. Genau, wir gehen erstmal zu dem komischen Wasserloch darunter und gucken, was uns da erwartet. Stamina hebe ich mir auf jeden Fall auf. Trinken muss ich Stamina. auch schon wieder. Stamina. Da Ich haben wir habe jetzt schon 6 Punkte. 0,9. 6 Punkte habe ich auch schon. 10 Also brauchen wir. können wir gleich progressen. Ja. Wenn wir es schaffen, wenn wir nicht vorher gekillt werden. Ich glaube nicht. Da, ich höre ihn. Ich höre ihn. Drüos vor uns. Ja. Irgendwo vor uns sitzt er. Ist das da eine Leiche? Liegt da einer? Ich kann das gar nicht genau Da erkennen. ist ein toter Dino, oder? So links von mir, so ein bisschen. Ja. Als Pflanzenfresser, als kleiner Pflanzenfresser würde ich niemals schreien. Das ist so. Don't do that! That's not gesund. That's not good. Ja, da liegt ein Toter. Oh oh. Also wenn wir das Stampfen hören, müssen wir uns verpieseln. Fahren wir die Stamina, ne? Da liegt tatsächlich einer. Das gibt's ja gar nicht. Ja, die Stamina, einen kurzen Sprint haben wir ja. Ja, müssen wir uns zwischen die Bäume verpieseln. Gucken, dass man sich in den Schatten irgendwo Ja. reinsetzt. Aber gut, die meisten haben ja Schatten aus, damit sie bessere Performance haben. Oh, ein Kanu ist das. Der lag doch vorhin noch nicht hier, oder? Keine Ahnung, den hat's zerwichst. Dann können wir auch gleich noch was trinken hier. Und garantiert hier irgendwo in der Büsche sitzt der kleine Dryo. Aber gut, den würde ich jetzt nicht mehr jagen, da ich gefressen habe. Also so spielt man dann im Regelfall. Ne, warum soll ich jetzt Energie für die Jagd verschwenden, wenn ich doch voll bin? Es gibt zwar Tiere, die aus Spaß töten, aber ich glaube nicht alle. Katzen. Oh, guck mal. Da ist der kleine Dryo. Wo? Ah, nee, Quatsch. Es ist ein, ach Mensch, jetzt komme ich nicht drauf. Kein Dryo. Der andere da. Taco. Der Taco, der Taco. Das ist ein kleiner Taco. Ah, das ist zum Beispiel den gehst du jetzt nicht töten, ne? Nein. Es wäre eine Sache im Normalfall, also wenn wir keine Nahrung mehr hätten, dann würden wir ihn jetzt jagen. Aber der kann sich ja nicht mal wehren, der kann ja nicht mal zurück. Der Drüo kann sich wenigstens noch ein bisschen wehren. Aber der Taco kann ja gar nichts. Ja, der versteckt sich hier irgendwo in der Büsche jetzt. Ach, hier vorne ist er. Da läuft er. Oh, guck mal. Kleine Cheater. Das finde ich auch geil, wenn er so ein bisschen unter Wasser schwimmt, das ist cool. Und er schwimmt hinterher. Die arme Sau. Sieht cool aus, wie er sich da so ein bisschen durchs Wasser schlängelt. Lass mich in Ruhe. Da oben ist was. Oh. Da oben schleicht was rum, siehst du? Oh ja, der humpelt, ne? Oder der hat sich einfach nur angepirscht. Oh oh. Hat uns gesehen. Kommt er? Er steht bei den Leichen da hinten. Er steht noch da? Ja. Der hat wahrscheinlich auch aus Spaß den Kano getötet, das würde ich. Hier. Ein Akro gewesen eben? Ja, das ist ein Giga. Ja. Kann ihn gerade nicht einsehen. Ich sehe ihn, da oben ist er. Ach, da rennt er, ja. Und so die Könige, das heißt, wir müssen hier tatsächlich aufräumen. Ich hatte erst gedacht, wo ich den Taco gesehen habe, ich Kann dachte erst, oh. progressen. Können wir? Yep, ich habe 10 Punkte. So, dann hier ab in der Pampa. Bin hier auch gerade versteckt. Stimmt, 10 Punkte. So, dann ziehen wir das gleich durch und dann geht das los hier. Dann Barry. Jetzt sind wir eigentlich am gefährlichsten Punkt, weil wir können uns nicht großartig wehren und wir sind Ist die langsam wie Sau. schnell?
Der kann gar nichts. Der Barry kann wirklich nichts. Das heißt, wir müssen noch taktischer vorgehen und dürfen uns jetzt nicht über offenes Feld großartig bewegen. Das ist wirklich so der gefährlichste Punkt. Wie viele Punkte brauchen wir da? Sucho 10 Punkte. Also immer 10? Ja, und dann für die letzte Stufe 15. Okay. Es wird jetzt echt hart. Drückt uns die Daumen, Leute. Es wird echt schwierig jetzt. Aber wir schaffen's. Oh, Progression. Progression. Barry. Confirm. Zack. Denken grün Skin. Ich kann das gerade schlecht erkennen, jetzt die Skins. Scheiße. Na, ich nehme ihn. Ach du Scheiße. Bin ich hier? Oh Gott. Oh, ich bin in der Kuhle gespawnt. Nein. Doch, ich bin gleich tot. Ich auch. Hier sind ganz viele Dinos um mich rum und man ist natürlich auch wieder klein. Das ist... Ich kann nichts erkennen, ey. Ah, das ist ein Trike? Cool. Und ein Shunt. Du Scheiße. Wo bist du? Ich bin bei minus 165 plus 700. 42 minus 102. Ich hab grad ein ernstes Problem hier. Ne, ich bin jetzt minus 166 minus 6. Wo warst du nochmal? Ich hab's nicht gehört. Warte, warte. Ich will mir erstmal einen Überblick verschaffen. Um mich rum ist der Tod. 43 und minus 104. Oh. Scheiße. Weil durch diese Kamerasicht ist echt schwierig. Da vorne liegt auf jeden Fall eine Leiche, das ist gut. Okay, hier ist überall. Und das kommt überall Rexe hier, ey. Ja, hier ist auf jeden Fall Action. Ich werde mich mal hier so ein bisschen hinsetzen und das Ganze beobachten. Die Kamera ist jetzt natürlich wieder niedriger, das heißt, wir haben ein schlechteres Sichtfeld. Aber ich habe hier Wasser und Nahrung. Das ist eigentlich ein guter Spot. Und ich habe hier Büsche, wo ich mich verstecken kann. Bei mir habe ich hier gar nichts. Wo mich theoretisch nicht sehen sollte. Wenn du davon essen kannst, ne? Ich weiß nicht, ob das als Barry geht. Na, hier liegt aber noch eine andere Leiche, deshalb bleibe ich hier. Hier liegt ein toter Schand und da rennt ein... Oh, ein Babykano rennt da. Oh, ein Babykano. Die kannst du essen. Na, kannst du nicht. Eigentlich gleich fressen, die Sau. Aber da ist noch ein großer Kano in der Nähe. Ja. Da seht ihr das. Also ein großer Kano und ein Babykano. Der beschützt. Okay. Das heißt, der würde mich definitiv gleich killen. Spike rennt da vorne auch noch rum. Die haben hier ein Nest irgendwo. Interessant, interessant. Und die Trikes machen nichts. Ich weiß nicht, wann ich zu dir komme. Das dauert noch. Wahrscheinlich bin ich vorher verhungert. Das ist gerade eine interessante Szene hier. Das hat das Problem mit diesem Growth-Kack, ne? Dass du da so schnell Essen und so verlierst. Oh nein. Da ist ein ganz großer neben mir im Busch gewesen. Ach du Scheiße, ein Rex oder sowas. Lebst du noch? Ja. Ich wollte mich da gerade verstecken, da liegt er neben mir. Alter, what the fuck, ein Riesenviech. Oh, oh, ich habe gerade einen Klumpen in der Hose. Ich sehe nur den langen Schwanz da aus dem Busch rausgucken. Ah, oh Gott. Rennt hier der Kano rum. Gerade überhaupt keine Einsicht. Ich sehe gerade gar nichts, ey. Ja, ich sehe gerade auch nichts. Als Gruppe sollte man echt zusammen am gleichen Punkt spawnen, das wäre mega gut. Ja. Das kannst du nicht machen, das ist so unfair. Nee, ist nicht. Okay, da ist der... Trike versucht den Kano so ein bisschen zu vertreiben, so wie es aussieht.
Bei dir ist voll die Action, bei mir ist gar nichts. Ich laufe hier gerade nur und kacke mir eine Hose, weil ich Angst habe, dass hier über was ist. Naja, der Kano ist jetzt hier am Wasser bei dieser einen Leiche, ist klar. Der verteidigt so ein bisschen. Aber die Trikes greifen nicht an, das finde ich ganz gut. Hat der Kano mich gesehen, scheiße. Ja, das war's dann schon mit Madden. Nee, noch nicht. Alles gut. Okay. I'm alive. Okay. So, 0,5 habe ich erst. Ja, okay, klar. 0,54. Aber ich will auch hier bleiben, weil ich muss jetzt auch essen. Das wird jetzt echt heikel. Weil weglaufen kann ich nicht. Ja, als Zuko wird es ja schon anders, glaube ich. Alter, überall nur Rexe. Was ist denn los? Warum spielen da alle T-Rex? Ist der OP? Ja, immer noch, weißt du doch. Ich versuche jetzt mal den Teich hier ein bisschen zu umlaufen. Wenigstens eine Chance habe, an diese Leiche ranzukommen, an diesen toten Schand ranzukommen. Damit ich ein bisschen was naschen kann. Ich mach jetzt. Oh, ja, okay, hier geht die Nachtsicht. Aber die Trikes rennen um die Leichen rum. Wenn sie die verteidigen, die Leichen. Hops gar nicht. Ja, die patrouillieren um die Leichen rum, die Trikes. Nice. Finde ich auch absolut schwachsinnig. Ja, die setzen sich bei den Leichen hin. Also, was soll der Käse? Jetzt mal ehrlich. Schön Corpse-Guarding, wenn ein Admin auf dem Server ist. Kann man die nicht mal anschreiben? Weil die sollen mich einfach nur in Ruhe fressen lassen, ist doch... Sowas muss nun wirklich nicht sein, ne? Oh. Jetzt waren sie wieder ab da. Also hier sind zwei Leichen, also ein Schand und irgendwas anderes liegt da hinten noch und die Trikes, die patrouillieren. Ich bin jetzt bei minus 93. Wo bist du nochmal? 47 und minus 94. Dann muss ich wieder in andere Richtung gehen. Es geht aber mit dem Essen, ist nicht so schlimm wie beim Austro, finde ich. Ich habe nur noch Hälfte und ich komme nicht ran, weil das olle Trike da vor... Jetzt haut er ab. Jetzt muss ich ganz schnell hinsprinten. Scheiße. Offenes Feld. Lauf. Lauf, kleiner Barry. Lauf, Barry. Baryonyx. Oh, das geht aber bei dem mit der Stamina, finde ich. Das ist okay. Ja, Trike hat mich fressen lassen. Okay. Haben jetzt aber wieder gefährlich dicht. Ey, die beschützen die Leichen, das gibt es nicht. Die beschützen wirklich die Leichen. Ah, schönes Corpse Guarding vom Feinsten. Ja. Aber was soll denn dieser Käse jetzt mal ehrlich, Leute? Spielt doch mal vernünftig, ey. Als wenn die Pflanzenfresser sich dahin stellen und... Oh. Die hatten so eigentlich gar keine Verbindung mehr zu toten Tieren, oder? Ne? Ja, vor allen Dingen war das eine andere, das ist ja nicht mal ein Trike, was da liegt, das ist ein Schand. Lasst mich doch fressen, Leute. Geht doch woanders hin. Ihr könnt doch hier... Ja, der Kano, der da vorne steht auch noch da, der beschützt auch... Wo war nochmal deine zweite Zahl? Minus 93. Okay, ich bin jetzt bei minus 72, minus 93. Oh, jetzt geht er mich jagen. Wer, der Kano? Der Trike. Ach, mach mich jetzt tot. Echt jetzt? Trike macht mich jetzt echt kaputt, das ist doch so ein Blödsinn, so ein Schwachsinn, ey. Bist du tot jetzt? Nee. Hinterher gesprintet. Oh, Admins, bitte macht was. Nee, ist auch Admin online, dass man nicht schreiben kann, dass es hier keinen Global Chat gibt. Das ist völlig verkehrte Welt, das ist völlig ver... Das sind Leichen, lasst mich doch fressen, also... Boah. Unglaublich sowas. Ja, geht einem schon ganz schön gegen den Strich, ne? Also sowas gab's auf dem Ultima gar nicht. Also da konntest du fressen, alles in Ruhe. Ja, jetzt rennen die hier rum, jetzt sucht er mich. Der sucht mich echt. Der boxt durch die Büsche. Ohne Witz jetzt? Ja. Wie lächerlich. Oh, bei mir ist ein T-Rex. Scheiße. Das Trike sucht mich jetzt. Ja, weil Trikes waren ja aktive Jäger, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, die haben, die erste Zahl war bei dir im Plus und die andere im Minus. Okay. Ich komm mal hin. Dann können wir den jetzt Trike umbringen. Ja, pass auf, die sind echt aggro drauf hier.
Warte, ich habe hier so einen Leichenhaufen bei mir. Ich guck mal, ob ich was essen kann. Das wäre mega, dann komme ich zu dir. Ja, weil ich hier, das ist dieser eine, glaube ich, dieser kleine Talkaste, wo wir selber waren vorhin, weißt du, bevor wir progressed sind. Ist okay hier. Warte, ich probiere zu essen, bitte, bitte, bitte. Ja, ich kann essen, ich kann von diesem. Wo bist du, wo bist du? Ich bin bei minus 56 plus 61. Minus 56, ja, weißt du, wie lange ich da noch hinlaufen muss? Ah, das geht doch. Du bist bei wie viel? Bei was bist du? 63 und minus 100. Ja, ist ja nicht so weit. Sorry, Leute, dass ich jetzt in meiner Aufnahme nicht weiter mehr weggehe, weil ich möchte nicht sterben. Ihr wisst ja, wie schwierig das ist. Und wenn man hier Nahrung hat. Ich streife jetzt noch ein bisschen hier um das Loch rum. Warte, bis Martin kommt. Also, was war die erste Zahl? Minus 60, 62. Minus 60 und plus 62. 62. Plus 62. Aber wie soll ich denn da laufen? Warte mal, da muss die Zahl ja auch. Da muss ich in die Richtung laufen. Muss ich einmal über den Berg rüber, ja. So wie es aussieht. Schaffe ich doch gar nicht. Oh oh. Da sind die Trikes wieder. Und irgendwas anderes rennt da auch noch. Die Kanus sind aktiv jetzt. Oh shit, ich komme hier nicht mehr weg. Gehen die Kanus mich wahrscheinlich handeln, denn. Ah, die grausamsten Fleischfresser, das waren die Trikes. Ja, ja, und die sind aktiv jagen gegangen. Vorne liegt eine Leiche. Ich komme hier sitzt weg. Ein kleiner Velo. Nee, ich komme hier definitiv nicht weg. Schaffe ich nicht. Boah, verhungere ich. Das geht zu schnell runter jetzt. Ich muss essen jetzt. Pack. Hat der Kanu mich gesehen? Oh, komm, komm. Renn ich da nochmal hin? Wie viele Punkte brauchen wir? 10, ne? Ja. Yep. Ich bin aber schon auch bei 0,633. Also dauert auch nicht mehr lange. Ah, jetzt rennen die Trikes hier wieder. Diese Bastarde, ey. Diese Bastarde, wirklich. Also ich muss dringend woanders hin. Ich muss raus hier aus der Schlucht. So, mal gucken. 31 habe ich hier. Oh Gott, nein! Hallo, verdammt! Bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht. Das ist ja nur Pech, ey. Oh, hier ist das Tal der Toten, glaube ich. Ich komme hier nicht raus, Lebende. Scheiße. Wird's tags, ja. Ja. 26 plus minus 103 habe ich jetzt. Ja, das für mich, das 100, das zweite muss plus werden, ne, das 100, das erste minus. Ja, jetzt renne ich auf jeden Fall richtig. Bei mir sitzt hier ein Velo und guckt mit dem Kopf die ganze Zeit nach oben und unten. Muss, glaube ich, in die Richtung laufen. Ach nee, vorne muss plus, ne? Vorne muss minus. Und hinten muss plus, genau. Genau. So, ich muss mich kurz ausruhen auf jeden Fall. Lass mir das mal so an. So langsam ist ja gar nicht. Ha? So langsam ist ja gar nicht im Sprinten. Also wenn du schleichst und minus 103 habe ich jetzt. So, dann würde ich auch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Guckt beim Chris vorbei. Das war ja Martin oder Chris. Tschüssi.